Alkoholiker? Wie ist das, wenn man den Boden unter den Füßen verliert? Wenn man verloren vor den Herausforderungen des Alltags steht? Wenn der Alkohol einen immer fester im Griff hält? Frank, hobbymäßiger Paraglider, führt ein behütetes Leben in einer Kleinstadt. Familienidyll pur. Eine Versetzung nach Berlin fordert den Vater zweier Kinder heraus. Und wenn es recht gut läuft, kommst du nach mit den Kindern. Ne? Ist auch ganz gut, ein bisschen Abstand für unsere Spannung. Kommt eine kleine Lehne nach. Er stellt sich der neuen Aufgabe. Frank, dem Alkohol nie abgeneigt, nimmt ein Gläschen jetzt häufiger zu Hilfe. Gutes Zeug, was ihr hier habt. So ein Sekt ist ja manchmal besser als ein Kaffee. Ich meine, zum Munterwerden. Die Anforderungen sind schwieriger als gedacht. Frust und Einsamkeit zehren an Franks Selbstbewusstsein. Schleichend und langsam kommt immer mehr Alkohol ins Spiel. Das ständige Pendeln zwischen Großstadt und Heimatort, zwischen Frust im Büro und Problemen zu Hause, hinterlässt Spuren. Die Probleme mit Alkohol lösen zu wollen, ist keine Lösung. Die heile Welt der Vorzeigefamilie gerät aus den Fugen. Die Kinder entgleiten ihrem Vater. Der Papa ist da! Entfremdung und Distanz auch zu seiner Frau. Die Welt hat sich scheinbar gegen Frank verschworen. Durch vermehrten Alkoholkonsum verschwinden die Grenzen zur Realität immer mehr. Frank wird aggressiv, verliert immer öfter die Kontrolle. Ein Strudel der Selbstzerstörung erfasst ihn. Die Emotionen sind betäubt. Was bleibt, sind Frust, Hass und Unverständnis seiner Umwelt gegenüber. Niemanden lässt Frank mehr an sich heran. Nur noch Lügen können das Selbstbild von Frank notdürftig aufrechterhalten. Das ist mal ein Grund zum Feiern, oder, Svenchen? Kannst du mal ein bisschen fröhlich gucken? Bist du nicht bei deinen Freunden? Also, Prost auf uns. Ich bin ja weg. So. Hey, soll das? Eigene Vater bloßstellen, macht Spaß, ja? Lass mich doch in Ruhe. Ich rede mit dir. Säufer. Das Arschlöcher. Die Droge Alkohol hat Frank voll erfasst. Aus eigener Kraft kann er sein Suchtproblem nicht mehr lösen. Exzessives Trinken führt auch in einer Gesellschaft, in der Alkohol eine Kulturdroge ist, zur gesellschaftlichen Ausgrenzung und zum sozialen Abstieg. Sucht ist ein komplexes Thema und jede Suchtkarriere ist eine andere. Daher kann der Film Pendler nur beispielhaft Fragmente einer Suchtkarriere zeigen. Er soll zum Nachdenken, kritische Überprüfung des eigenen Alkoholkonsums und zur Diskussion anregen. Pendler, ein Film zur Suchtprävention. Ab sofort erhältlich bei der Stiftung Bahn Sozialwerk.